Hallihallo, liebe Leute, powered by Unreal Technology, jawallo. Da bin ich dann auch mal wieder, VFS Game Designs präsentieren und gegebenenfalls kennt ihr schon, der liebe Bruger hat es nämlich schon mal gemacht und hat mir damals auch schon empfohlen, dass ich es unbedingt mal machen soll, weil es wohl sehr schnuffelig ist, sehr toll. Forget Me Not Annie heißt das ganze Spiel. Vergiss mein nicht eigentlich, Annie. Oder vergiss mich nicht, egal. In dem Fall drücken wir einfach auf Beginn Story. See, Howard? It's just the shadow. It's not real. They don't lock up teddies. Teddies are never bad. What the fuck? How is Howard doing today? Can you follow me, please, Annie? We need to go to my office now. Can Howard come too? Of course. Huh. Klingt so, als hätte sie einen imaginären Freund. He's lying. Who's lying, Annie? Nothing. It's time, Annie. I don't like it! Howard? This isn't real, Annie. Whoa. They don't lock up little girls. Little girls are never bad. Also, es fängt schon mal besser an als 90% der ganzen anderen Indie-Schrottgames, die ich mache. Oh, sehr professionelle Sprecher vor allem. Kinderweinen, oh, ich hasse Kinderweinen. Aha, umschauen. Ui, der ist vollgemalt. Do you wonder? Bla. Was? Ich habe telekinetische Kräfte, das ist ja... Wow, ist das cool. Aber die Helligkeit ist ein bisschen eigenartig. Irgendwie ist alles so ein bisschen gräulich statt schwarz. Das ist das Schöne, da brauche ich das nicht einstellen für YouTube. Ui. Das ist ja cool, das macht Spaß. Sowas ist geil. Ui, kaputt machen. Bücher zerstören. Ah, einmal ausrasten, bitte. Alles um sich werfen. Okay. Soweit geht das schon mal nicht. Aber das kann ich nehmen. Und das hier. Und wahrscheinlich auch die Bilder. Ne, die nicht. Einige Sachen sind fest, andere nicht. Hüpfen kann ich auch. Kann ich auch sprinten? Nö. Come on, Annie. Let's go play. Ja, lass uns spielen gehen. Yeah. Huh. Keep me close to you, okay? Sind das Schriften? Hat da jemand was auf dem Boden geschrieben? Oh, das Licht flackern, ey. Epileptische Anfälle dürfen dieses Spiel auf jeden Fall. Also Leute mit epileptischen Anfällen. Leute, die Epilepsie besitzen. So rum. Press E to use. Oi. Warum heult denn das Kind da? Ich mag sowas nicht. Ist das nicht ein ganz stinknormales Krankenhaus? On the table. Pick it up. While holding moves to bring objects closer and push away. Oh, wie cool ist das denn bitte? Das rockt. Das rockt die Hütte. Ein Geist. Wein doch nicht, kleines Kind. Ich bin doch bald da. Home Sweet Home. Explore Annie's Room. Zumachen. Aha. Ich hab's in die Wand. Ich hab's in die Wand gepackt. Na wunderbar. Was? Guck mal, Teddybärchen. Do you know where I got this doll, Annie? What? I got this when your mother was still small. Small as you. Wow. Small as me? That's right. Moment, it was your mother's favorite toy. Just like Howard is for you. What's its name? Dolls should always have a name. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Habe ich jetzt den Namen nicht gehört? Alter, hör auf zu heulen. Das macht mich ja irre. Okay, hier geht's nicht lang. Sprinten kann ich auch nicht. Ah, hier kann ich gucken. Jump, move left, backward, right, swap, telekinesis, push objects und summon Howard. Aha. Aha. Ich kann also Howard beschwören. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Werde ich mich auf jeden Fall nachher drauf freuen. Drauf freuen. Ich kann nicht rennen.
What the fuck? Okay, verstehe ich. Ich kann ihn also da drüben auch vielleicht beschwören. Aber erstmal muss ich... Nee, okay, ich kann den nur da drauf beschwören. Oder so in der Art. Nee, Howard, du musst jetzt erstmal da rauf. Stell dich bitte auf den Schalter. Bisschen verpackt das Ganze. Wie kann ich denn jetzt aber hier, Hui. Das ist ja lustig. Hier komme ich nicht mehr raus, oder? Nee, okay. Ich kann doch bestimmt irgendwas Schönes bewegen hier. Irgendwo wird doch was sein. Kaputt machen, ausrasten, durcheinander werfen, schmeiß mit Kartons um mich. Das ist das Geilste, was es gibt. Hier ist nichts. Aber was bringt mir das, wenn ich die Locations wechsle? Da komme ich nicht ran. Ich mache ihn mal weg. Und sammeln ihn da drüben, aber das geht ja auch nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass hier irgendwie... Aha, da könnte man also durch. Nur ich komme denn nicht weiter. Mach ich denn jetzt? Ich habe eine Idee. Ich habe vielleicht... Momentchen. Ich kann ihn ja beschwören und vielleicht mit... Natürlich. Telekinetischen Kräften da rüber manövrieren. Hallo? Jawohl, jetzt gehe ich ihn, lass ich ihn da rein manövrieren. Und jetzt wechsle ich einfach mal die Hülle. Und hab das jetzt hier, wofür auch immer ich das brauche. Da oben. Ich sehe nichts, es ist dunkel. Uncool. Da liegt was. Before I even saw the crime scene, you know, like a chill, something telling me this one will be a bad one. Wo kann ich denn jetzt damit hin? Oh, Howard, tut mir leid. Aber es ist gut, dass er sich bewegt, wenn man ihn... Ah, nee, hat er doch nicht, schade. War nur gerade zufällig. Da geht schon mal gar nichts. Hä? Muss ich vielleicht eins von den drei Dingern hier, von diesen Generatorteilen, irgendwie benutzen? Nö, ist alles irgendwie sinnlos. 3, 4, 5, that's how many sets there are scattered across both near and far. Bla bla bla. Ich sehe echt nichts. Da oben vielleicht? Natürlich! Don't forget me, Annie. Jawohl, jetzt passt es mit Howard. Warum war ich jetzt hier drin? Für nichts und wieder nichts. Hier geht's weiter. Wo? Sieht alles sehr eigenartig aus. Kleiner Plattformer. Jetzt wird's ein bisschen Zelda-astig. Ich sehe, wie spät haben wir das eigentlich? Aha, okay. Merke ich mir. Wow! Was soll das denn? Billige Jumpscare sind billig? Ich habe mich trotzdem erschreckt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Einmal Howard beschwören. Nein, Howard bleibt da. Howard. Ruf da mit dir. So, jetzt habe ich irgendwas verändert. Ich habe nur keinen Plan, was. Ich werde mal das hübsche Ding da aufsammeln. Blümchen. 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 Ach, scheiß drauf. Kack auf die Blumen. Ich brauche was Anständiges. Ich brauche was Härteres. Aha. Ich brauche also gar keinen Howard.
Howard, komm zurück. Ich muss näher ran. Scheiße. Scheißen Dreck. Gut, das funzt nicht. Aber hübsch, wenn die Grafik noch nicht so komisch wäre, so extrem aufgehellt. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Kann ich da runter hüpfen? Ich probier's mal. Ja, kann ich. So, Howard. Jetzt machst du mal da Halligalli. Und irgendwie hat das jetzt gar keinen Effekt. Hey, aufgesammelt. Rose, just like the flower. She played with it every day. Then one day she just got tired of it. Ich hüpf mal runter. I'll never get tired of Howard. You say that now, but one day you'll grow too big for Howard. Or Howard will Passiert grow nicht. Too big for you. What war das? Ich bin runtergefallen. Scheiße. Uncool. Aber hier kann man immer noch weiter. Habe ich mal eine ganz fürchterlich tolle Idee. Und zwar, Howard, du gehst dahin. Howard, du gehst da. Arschloch. So, Howard, jetzt aber. Komm, darüber. Immer auf die Kiste stellen. Aha. Wofür ist das Rote jetzt hier aber da? Da kann ich, vielleicht die andere. Aha. Nur wie komme ich jetzt darüber? Ach, Plätze tauschen. Das ist ja mal eine heftig geile Idee. Ja, stimmt. Voll verplant. Okay, weiß ich Bescheid. Du kommst jetzt mal hier rüber zu mir. Du kleine Kalalalalalang. Alalalalalonglonglilonglonglong. Kleines Ding. Nee, okay. Das hat jetzt irgendwie was gebracht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah ja, genau. Immer wieder. Das war schon wieder so ein Geist. Immer wieder hin und her switchen. Howard, du bist der Geilste. Buch! Jetzt habe ich aus Versehen das Ding. Das Dings bewegt. Try matching the colors. Was? Jetzt aber. Nee, das ist ja blau. Das bringt mir irgendwie alles nichts. Mach ich denn jetzt? Ah, nee, okay. Damit kann ich das unten lassen. Und jetzt. Blau habe ich nichts von. Einmal Plätze tauschen, Howie. Du gehst jetzt rüber. Epileptischer! So. Das war nichts, okay. Howard, nee, genau, andersrum. So, Howard muss jetzt darauf. Ich nehme das zweite Ding. Jawollo. Einmal so. Einmal so. Einmal blau. Howard, oben ruf. Blau. Scheiße, reicht nicht. Da komme ich eben rüber. Mach es mir selbst. Hol dich rüber. Ach, Howard, komm schon, du Penne. So, genau, so muss das. Jetzt muss ich irgendwie, was war denn? Moment. Ah, nee, okay, ich habe eine andere Idee. Howard, runter. Den Kasten wieder hoch. Jawollo. Howard rüber. Ich komme. Jetzt bist du da. Und ich nicht. Und jetzt gehen wir erstmal falsche Seite. Oben auf. Ja, so. What the fuck? Folterkammer? In so einer Nervenheilanstalt? Oh, rockt ja mal die Bude, ey. Are you having fun playing with me? Natürlich, Howard. Du bist der Geilste. Was mache ich denn jetzt hier? Erstmal gegen die Ding hüppen. Hui!
springt man leider durch. Ich dachte, da wäre physikalisch vielleicht was möglich. Mann, Jungs, das ist die Unreal Engine 3, macht man damit was. Guess looking back on it all. Yes. So one case you could just cut out. Some grace of God just purge it from your memory. Without hesitation, I would say this one. Let alone the scene itself, the gruesome body left behind. More than anything. Oh, what the fuck? Tolle Karte. Wo muss ich den jetzt hinbringen? Da muss ich erst schon mal schauen. Ich schmeiß den mal einfach runter. Hui. Mensch, Howard. Wo bist denn du jetzt gekommen? Howie? Was? Der ist irgendwo da unten. Direkt unter mir. Haha. Komm mal runter, jede Sau. Was denn jetzt los? Ach, diese komische Steuerung. Die Maus ist immer irgendwie nicht im Spiel und manchmal geht sie raus und ach, ist so ein bisschen buggy, das Ganze. So, jetzt aber. Nein, doch nicht. Was ist denn mit der Maus nicht in Ordnung? Egal. Howard. Wie krieg ich den jetzt da wieder weg? Hab ich Scheiße gebaut. Mann, ey, diese scheiß Maus. Rockt mal gar nicht. So, jetzt aber hüpp. Bums. Komm mal zurück hier, du Penner. Warum ist denn die Maus gerade so kacke? Das regt mich ein bisschen auf, dass ich raus kann mit der Maus. Mano! Einmal den mitnehmen. Da kommen wir nicht hin. Kommt man da oben rein? Ich hab gar keinen Plan. Zero Plano! Escapado! Nee, die einmal ihn. Oben ruf. Und Plätze tauschen. Nee. Von oben kommt man auch nicht ran. Das bringt mir jetzt mal irgendwie gar nichts. Die kriege ich denn das jetzt auf. Ach, diese dreckige Maus schon wieder. Irgendwie nervt mich das gerade mit der Steuerung. Extremst. Wie mache ich das jetzt? Rätsel über Rätsel, Fragen über Fragen, aber nichts davon hilft. Ich finde da schon aber eine Möglichkeit. Ach, jetzt geht die Maus schon wieder raus. Ich glaube, ich werde das Spiel gleich mal irgendwie neu starten müssen oder so, keine Ahnung. Ich mache hier mal meinen ersten Cut, würde ich sagen, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann. Auf Wiedersehen. Bla.